dass Frau von der Leyen und Frau AKK die Namen weg. Ich mag es nicht. Nein, aber dass sie kompetent sind für die Bundeswehr. Peter Hane und Hans-Werner Sinn lieferten sich bei einem legendären Auftritt in der Bild-Talkshow einen äußerst hitzigen Schlagabtausch, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat. Der Auslöser für diese Eskalation waren Meinungsverschiedenheiten über das Versagen der Politik während der 16-jährigen Angela Merkel-Ära. Denn in dieser Zeit kam es zu einem miserablen Zustand der Bundeswehr, der Deutschen Bahn sowie der Straßen, Brücken und Infrastruktur, was für Deutschland mittlerweile nur noch eine groteske Blamage darstellt. Und als Herr Hane dann von der Wut getrieben durch die Verantwortungslosigkeit der Politiker auf den eingeladenen CSU-Abgeordneten losging, wirkte dieser wie ein kleines Kind, das nach Hilfe suchte und versuchte, sich aus allem herauszureden. Er wies jede Verantwortung von sich und seiner Partei und verkörperte somit die typische Berliner Parlamentarier-Mentalität. Doch Herr Hane ließ nicht locker und war wie ein Bluthund auf der Pirsch, der keine Flucht zuließ. Infolgedessen mischte sich aus Mitleid Deutschlands bekanntester Ökonom Hans-Werner Sinn ein. Er versuchte nämlich, die Diskussion in eine fruchtbarere, lösungsorientierte Richtung zu lenken. Aber diese Intervention gefiel Herr Hane überhaupt nicht und man konnte seine allergische Reaktion auf Politiker, die versuchen, sich aus der Verantwortung zu stehlen, sichtlich in seinem Gesicht erkennen. Deshalb lassen Sie uns nun gemeinsam dieses amüsante Spektakel anschauen, bei der sich zwei Legenden der Öffentlichkeit in die Haare bekommen. Los geht's. Wir machen ja, ich gehöre ja nicht zur CDU, nicht nein, zur CSU, ich will nur sagen, wir sagen egal. Immer schnell, das ist wo bereit und so weiter. Lassen Sie doch das Blame Game weg, das spielt keine Rolle, wer hier es verantwortlich war. Es spielt schon eine Rolle. Welcher Fehler wurde inhaltlich gemacht? Wo muss man ansetzen, um zu korrigieren? Das können Sie aber nur, wenn Sie die Fehler benennen. Aber man muss sich doch Personen benennen. Das tun wir hier gerade. Wo genau muss man ansetzen? Das muss man nur im Parteiengezänk. Es geht aber um mehr als Parteiengezänk. Es geht darum, den Laden wieder in Ordnung zu bringen. Es geht um Kompetenz. Es geht darum, die Parteien inklusive der in dem Falle inkriminierten Leute, Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass Frau von der Leyen und Frau AKK die Namen weg. Ich mag es nicht. Aber dass Sie kompetent sind für die Bundeswehr. Nicht ad personam argumentieren. Argumentieren Sie zur Sache. Personen. Es sitzen noch mehr. Nein, das ist nicht in Ordnung. Was ist das gut für die Bundeswehr? Lassen Sie dieses politische Gezänk weg. Deutschland ist in einer schwierigen Situation, wo wir den Laden in Ordnung bringen müssen. Richtig. Und wir können das Problem nicht mit persönlichen Beschuldigungen lösen. Das fing ja schon mal recht hitzig an und die Eskalation steigert sich sogar noch weiter. So sehr, dass sich Herr Broder, der legendäre Bestseller-Autor, einschalten musste, um Herr Sinn zurück auf den Pfad der Vernunft zu bringen. Denn wenn Deutschlands bekanntester Ökonom einmal Stellung bezieht, wirkt er wie ein Flaggschiff, das fest vor Anker in der Brandung liegt. Und es wird Sie sicherlich umso mehr überraschen, wenn ich Ihnen die Szenen zeige, die zu diesem Konflikt geführt haben. Denn offensichtlich mangelte es dem CSU-Politiker an Schneid und Ehrgefühl, sich selbst zu behaupten. Und deshalb hat er meiner Meinung nach es nicht verdient, dass man sich für ihn einsetzt. Aber um nun den Kontext besser zu verstehen, werfen wir nun einen Blick in die Vergangenheit, bevor wir uns dann den totalen Vulkanausbruch zwischen Herr Sinn und Herr Hane anschauen. Weiter geht's, doch vorher möchte ich Sie noch höflich daran erinnern, diesen Kanal nun zu abonnieren. Vielen Dank. Das sind 16 Jahre CSU-Verkehrsminister. 16 Jahre hat die Union Verantwortung getragen für die Bahn, bis in die Spitze sogar der Firma hinein. Wir erleben eine völlig marode Geschichte, die können wir jetzt nicht bei der Ampel abladen. Wir haben über die Energie gesprochen. Diese ganze Energiewende ist ja angefangen bei Ihren Truppen. Da war gar kein Grüner dran beteiligt in der Bundesregierung. Die gab es noch gar nicht. Mhm. Die Bundeswehr, völlig zugrunde gerichtet worden ist. Die arme Frau Lambrecht, die hat mir richtig leid getan. Die war ja nur noch das Sahnehäubchen auf dem real existierenden Dilettantismus. Sie hatten einen Gutenberg, der den größten Sündenfall mit Beifall der CDU, nämlich die Abschaffung der Wehrpflicht. Danach hatten sie so Leuchten wie Ursula von der Leyen, die wurde dann als Belohnung noch Königin von Europa. Und Frau AKK,
Frau Lambrecht war ja nur noch das Sahnehäubchen da drauf. Sie haben im Endeffekt auch, was wir jetzt eben besprochen haben, was Energie angeht, uns an Russland verkauft. Wieso waren wir denn abhängig von Russland? Wir sind abhängig von China, was Medikamente angeht. Ja, das ist das, was die Leute vor Ort erleben. Und das kann man nicht rausreden. Ich will nur, verstehen Sie, dann verstehe ich diesen peinlichen Populismus von dem geschätzten Friedrich Merz nicht, der von kleinen Paschas spricht. Wer hat denn die kleinen Paschas im Rahmen der Grenzöffnung 2015 unkontrolliert hier reingelassen? Das waren auch keine Grünen, sondern es war die damalige Koalition und sie hatten als CDU/CSU die Weisungsbefugnis durch das Bundeskanzleramt und auch die Fachminister Verteidigung, Innen und für die Bahn den Verkehrsminister. Was Sie gerade gehört haben, war eine sauber vorgetragene Negativbilanz, mit der Deutschland nun zu kämpfen hat, weil CDU und CSU in der Ära Angela Merkels unsere Infrastruktur auf Substanz gefahren haben. Und wer sich aus diesem Erbe herauszuwinden versucht, hat meiner Meinung nach sein Rückgrat verloren und sollte mal besser die Spiegel zu Hause abhängen. Deshalb schauen wir uns den aalglatten Fluchtversuch des CSU-Mannes genau an. Weiter geht's und Daumen hoch. Aber nur erzählen Sie jetzt nicht, das ist alles Andi Scheuer oder sonst wer schuld. Es hat massive Investitionen in die Deutsche Bahn gegeben. Ob die immer richtig ausgegeben wurden, müssten Sie mal den Vorstand fragen der Deutschen Bahn. Daran war ich leider nicht beteiligt. Ja, aber da, das wäre nämlich wesentlich besser bezahlt als so ein Abgeordneter. Aber Sie saßen doch da in den... Vergangenheitsbewältigung oder was machen. So, sondern die reden mit, nein. Mit dieser Chuzpe, wie sich heute bestimmte Leute von der Union hinstellen, in diesem deutschen Bewusstsein, wir waren bei allem nicht dabei oder wir haben von allem nichts gewusst. Das finde ich einfach schlimm. Wir haben uns abhängig gemacht von Russland. Ich meine, die Wahrheit ist folgendes. Nord Stream 1 hat eine rot-grüne Regierung beschlossen und Frau Merkel hat lediglich auf aber den Knopf gedrückt. Aber jetzt wollen wir nicht den Ball hin und her spielen. Das war der Punkt, Abhängigkeit von Russland. Ja. Ich meine, ich halte da auch nicht viel von, immer nur zu sagen, ja, das war der und der und der und der. Sondern die Frage ist, wie geht es in die Zukunft weiter? Nochmal der Rückspiegel. Aus Fehlern lernen. Ja, aber das muss ich aber dann sagen, wenn das immer so nonchalant mal eingeworfen wird, das war alles Mama Merkel oder sowas. Entschuldigung, Ich würde nie sagen, Merkel war das. Nein, dann ist mir egal. Daher, dass ich häufig eingeschränkt werde, weil meine Wortwahl ein wenig zu offensiv ist, überlasse ich die Bewertung Ihnen. Toben Sie sich nach Herzenslust in den Kommentaren aus und sagen Sie mir ruhig ehrlich, wollen wir wirklich von Menschen regiert werden, die nicht zu Fehler stehen wollen und immer die anderen die Schuld geben? Ich freue mich schon, eure Gedanken dazu zu lesen. Doch kommen wir nun zu dem Moment, bei dem sich Hans-Werner Sinn offensichtlich in seinen Loyalitätsgedanke, den Schwächeren beschützen zu wollen, ein wenig verlaufen hat. Denn letztendlich kann man nur aus Fehlern lernen, wenn man Konsequenzen zieht. Und Konsequenzen kann man nur ziehen, wenn jemand Verantwortung übernimmt. Deshalb werden nun Herr Hane und Herr Broder zusammen Hans-Werner Sinn Schachmatt setzen und ihm zur Vernunft führen. Weiter geht's. Entschuldigung, ist mir zu billig. Lieber Herr Sinn, Sie waren der Chef des IFO-Institutes. Ja. Wenn ich Fehler entdecke, die in Ihrer Verantwortung sind, sage ich doch nicht, da war irgendein Herr, der aus Westfalen stammt und in Bayern lebt und Berlin so toll findet, sondern dann sage ich den Namen. Und wer sich in die Öffentlichkeit wagt und wer ein solches Amt übernimmt, muss Verantwortung übernehmen. Sie können nicht sagen, er soll die Personalfrage weglassen, wenn Sie bei der Bundesbahn das zentrale Problem beim Personal sehen. Ja, aber nicht ad personam, kein Individuum. Ich würde niemand sagen, diese Person hat die falsche Entscheidung getroffen oder so. Das führt doch zu nichts. Sie haben in dem ganzen Land ein Personalproblem. Sie kriegen nicht mal einen Nachfolger für Gottschalk für eine Fernsehshow. Die Personaldecke ist so dünn, dass Frau Merkel den Job 16 Jahre machen konnte und jetzt tritt Herr Scholz Ihre Nachfolger an. Sie haben ja ein generelles Personalproblem. Es hat auch was damit zu tun, dass bei 100.000 Leuten, und zwar die Qualifizierten, jedes Jahr Deutschland verlassen. Ja,
Das ist richtig. Ja. Auswanderungsproblem haben wir. Wir haben Personal. Ruhig ad personam. Nee, ad personam nicht. Frau von der Leyen macht da was falsch. Nein. Das Problem ist doch heute. Verantwortung zu übernehmen. Können Sie diesen Punkt nachvollziehen? Ich verstehe, Ihnen geht das sogenannte Blame Game, die Herren auch einmal zuhören, geht Ihnen auf den Nerv, aber es geht um die Verantwortung zu tragen und irgendwie muss derjenige, der verantwortlich ist, diese eben auch tragen und ohne Name. Natürlich, dann muss man ihn auswechseln, wenn es nicht funktioniert, aber der Nächste macht den gleichen. Einen Fehler vielleicht. Es ist eine Frage der Stimmungslage in diesem Land, dass wir träumen über eine Wirklichkeit, die man schaffen könnte. Durch bloße Wünsche wird irgendwas real. Und die Realität ist eine ganz andere, die wirtschaftliche Realität. Die muss stärker berücksichtigt werden. Es gab einen kurzen Moment, da hatte Hans-Werner Sinn dann doch gemerkt, dass er auf den falschen Dampfer war. Aber man merkt, dass er ziemlich stur sein kann. Doch ich kann Ihnen kaum beschreiben, wie sehr es mich freut, wenn ich solche tollen Menschen wie Broder, Hane und Herr Sinn diskutieren sehe. Es sind eine der wenigen Menschen, die noch Prinzipien und Werte vertreten und das, was wir am dringendsten brauchen, Orientierung geben. Und nun meine Frage an euch. Hattet ihr auch den Eindruck, dass Hans-Werner Sinn es nur mit schweren Herzen zugeben konnte, dass er ein wenig falsch lag? Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Das war's mal wieder mit dem Video. Wir sehen uns bestimmt das nächste Mal, deshalb abonnieren nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.